Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass die Teilnehmer dieser Runde noch nicht nach Hause gehen. Als Erste möchte ich diesmal Bettina Gudler begrüßen. Sie ist die einzige aktive Bundestagsabgeordnete, die heute hier anwesend ist. Einen ganz herzlichen Applaus. Vielen Dank. Die Angaben, die ich Ihnen jetzt geben kann, stehen auch im Programm. Da können Sie auch vergleichen, ob die Bilder gelungen sind. Das ist Frau Bettina Gudler. Sie ist Mitglied im Finanzausschuss und im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Und ich hoffe, Sie sind da öfter zu sehen als gewisse Kolleginnen von Ihnen. Dann begrüße ich sehr herzlich Herrn Klein, Lothar Klein. Er ist CDU-Mitglied. Gerne einen Applaus, wenn Sie gerne möchten, jawohl. Stadtrat in Dresden und Mitglied des Europäischen Parlaments, AD. Außerdem ist er erster Vorsitzender der Sächsischen Israelfreunde e.V. Herzlich willkommen. Bei einem Herrn können Sie kein Foto vergleichen. Da ist nämlich eine Israeli Defense Forces ein Bild hier. This is your picture. Das ist Herr Oberst Eretz Katz, Militärattaché der israelischen Botschaft. Herzlich willkommen. Welcome. Links neben mir sehen Sie den früheren Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft bundesweit, Dr. Johannes Gerster, auch Mitglied der CDU und ehemaliges Mitglied des Bundestages. Außerdem war er auch Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel von 1997 bis 2006. Ich war damals in der angenehmen Situation, ihn dort im Amt erleben zu dürfen. Und ich war sehr beeindruckt davon, dass es zu der Zeit der Intifada zwischen der Konrad-Adenauer-Stiftung und palästinensischen Gruppen intensivste Kontakte gab. Also dafür wirklich auch herzlichen Dank nochmal. Als allerletzten, last but not least, Professor Gerd Weißkirchen, SPD-Mitglied, 1976 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und 1999 bis 2009 außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und 2004 bis 2008 Beauftragter des OSZE-Vorsitzenden zur Bekämpfung des Antisemitismus. Lieber Gerd Weißkirchen, herzlich willkommen. Da Jochen Falke so kurzfristig mich nur informieren konnte, dass ich also heute diese Sitzung leiten soll, kann ich Ihnen auch nur ganz kurz seine Anmoderation nennen. Sie lautet: Um dieses Thema einzuführen, gibt es zwei wichtige Zitate. Das eine ist von Golda Meir und es ist: Es wird erst Frieden geben, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Das zweite Zitat, das er vorbereitet hat, ist: Wenn die Araber die Waffen endlich niederlegen, wird es keinen Krieg mehr geben. Aber wenn Israel die Waffen niederlegt, wird es kein Israel mehr geben. Dieses Zitat stammt von Arno Lustiger. Ich bitte jetzt die Podiumsteilnehmer einfach um ein jeweils dreiminütiges Statement zu der Frage, wie Israel oder wie Deutschland mit der Problematik für Israel sich einzusetzen in der Frage der Sicherheit und für Frieden, wie Sie dazu stehen. Ich möchte gerne Frau Gudler als Erste bitten, sich zu äußern. Ja, vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sitze hier als Mitglied des Europaausschusses und zu Beginn möchte ich betonen, es gibt sicherlich viele Gründe, warum man sich mit der aktuellen politischen Situation des Staates Israel befasst. Da ist unsere besondere deutsche Geschichte, da ist der Konflikt des ungelösten Palästinenserstaates, aber da ist der wesentliche Aspekt, und den kann man gar nicht oft genug betonen, und das hat auch der stellvertretende Außenminister und Teile der Vorredner ja schon gesagt,
Israel ist der einzige europäisch geprägte Staat im Nahen Osten. Und daher ist das Schicksal von Europa und das Schicksal von Israel eng miteinander verbunden. So wie sich die Situation für den Staat Israel entwickeln wird, so hat das auch entscheidende Bedeutung für die Entwicklung von Europa. Wenn man über Frieden spricht im Nahen Osten, da möchte ich einen Aspekt erwähnen. Es wird häufig das Wort Palästina nicht korrekt gebraucht. Palästina ist zum heutigen Zeitpunkt das Gebiet westlich des Jordans, zwischen Jordan und Mittelmeer. Und das umfasst bekannterweise den Staat Israel und das Westjordanland. Ich betone das deswegen, weil dies oft in der Diskussion das Wort Palästina völlig falsch verwendet wird. Vielleicht nun kurz zur Rolle des Bundestages. Der Bundestag hat sich mit den aktuellen Themen immer wieder befasst. Es gab verschiedene Debatten, es gab verschiedene Resolutionen, unter anderem zur Freilassung von Gilad Shalit. Es gab auch eine vielleicht etwas unglückliche Resolution vergangenes Jahr. Wir haben hier im Vorjahr über dieses Thema breit diskutiert. Und es gibt immer wieder Anfragen verschiedener Fraktionen zu diesem Thema. Das ist also brandaktuell, auch im Bundestag. Wie ist die Rolle der Bundesregierung zu dem momentan brisantesten Thema in der ganzen Debatte? Im Vormonat hat die palästinensische Autonomiebehörde einen Antrag vor der UN gestellt auf einseitige Anerkennung eines Palästinenserstaates. Dies ist ein Novum. Bisher ging man eben davon aus, in den ganzen Friedensgesprächen, dass keine einseitigen Schritte unternommen werden. Und die Bundesregierung hat sich hier ganz klar zu einem frühen Zeitpunkt zu einem Nein entschieden, keine einseitigen Schritte, da diese den Friedensprozess im Nahen Osten gefährden. Ich möchte bei diesem Nein einen Punkt besonders betonen. Es ist nicht nur ein Nein zum aktuellen Zeitpunkt, sondern ganz entscheidend ist, dass dieses Nein auch insofern gelebt werden muss, dass man jetzt sehr kritisch die weiteren einseitigen Schritte beachten muss. So war ich sehr überrascht, als ich im Newsletter der israelischen Botschaft vor kurzem las, dass die Autonomiebehörde jetzt die Mitgliedschaft in der UNESCO beantragt hat und hier entsprechende kulturelle Projekte vorantreiben will. Ich denke, hier sollte man sehr, sehr genau hinschauen, ob das nicht vordergründig vielleicht gute, begrüßenswerte Projekte sind, aber hintergründig diese Projekte erheblichen politischen Schaden anrichten. So war es mit der Gaza-Flottille auch. Auch Teil meiner Abgeordnetenkollegen hat zuerst überlegt, sich für den Gazastreifen einzusetzen, für eine vermeintlich humanitäre Hilfsflotte. Das ist doch ganz gut, dass es in Wirklichkeit eine gezielte politische Aktion war. Das wurde erst später deutlich. Zweiter wesentlicher Schritt muss es sein, die Friedensverhandlungen voranzutreiben. Dabei scheint mir das Thema Forderung nach Gewaltverzicht ein ganz, ganz wesentliches Thema. Es wird ja heute, viele Forderungen an den Staat Israel gestellt. An erster Stelle muss das Thema Gewaltverzicht stehen. Denn das Thema Gewalt ist ja die Ursache für viele Probleme. Das ist die Ursache für die verschärften Kontrollen, für die eingeschränkte Mobilität, vielleicht auch für die schwierige Situation vieler Menschen in den palästinensischen Gebieten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kudler. Als nächstes bitte ich Herrn Weißkirchen um sein Statement. Jetzt geht's gar nicht mehr. Geben Sie mir mal Ihres. Bitte schön. Na, Christdemokraten und Sozialdemokraten können auch gut zusammenarbeiten. Besonders würde ich es mir wünschen in der Frage, wie Europa und die Bundesrepublik Deutschland Israel in einer Weise unterstützen kann, dass dieses Land, das so eingezwängt ist, das wie ein Archipel liegt am Rande des Mittelmeers, gestützt, gehalten, unterstützt werden kann. Die Kraft kommt aus Israel selbst, aber was nötig ist, ist, dass sich Europa deutlich und klar für Israel entscheidet. Und warum ist das nötig? Wenn wir uns für Israel einsetzen oder gegen den Antisemitismus kämpfen, dann nicht alleine deshalb, weil es um Juden geht, weil es um den jüdischen Staat Israel geht, sondern es geht zuallererst um uns selbst. Das müssen wir begreifen in Europa. Wenn wir uns für Israel einsetzen, dann setzen wir uns ein für die Freiheit, für die Menschenrechte, für Gerechtigkeit und Frieden. Und das heißt, das ist unteilbar, gleichwo in welcher Region dieser Erde dieser Kampf geführt wird. Und es gibt, wie ich finde, eine ganze Reihe ermutigender Zeichen dafür. Das erste Zeichen wäre, wenn Abu Abbas versuchen könnte, seine Intelligenz, die er gezeigt hat, den taktischen Überlegungen, diese Intelligenz einzusetzen und sich an den Verhandlungstisch mit Israel gemeinsam mit Netanyahu zu setzen. Das wäre der erste Schritt in eine andere, in eine bessere Zukunft. Und gewiss, keiner von uns kann die Gefahr leugnen, dass möglicherweise es eine Begegnung, eine Wiederbegegnung mit der jüngsten Geschichte geben kann, wenn dieser Verhandlungsprozess beginnt. Ja, das ist denkbar. Aber ein anderes ist wichtig, wichtiger als je zuvor. Und wie auch immer man die Revolutionen in der arabischen Welt bewerten mag, auch das ist nicht sicher, wohin die Entwicklung geht. Aber eines ist vielleicht den Europäern jetzt sehr viel stärker bewusst als je zuvor. Vor dem Osloer Prozess und mit ihm glaubte man, es reicht, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die Führungsfunktion übernehmen. Diesmal ist es anders. Diesmal ist es klar und deutlich, es reicht nicht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika kooperativer Partner in diesem Friedensprozess sein werden. Europa muss mit dazukommen und muss die eigene Stärke, ökonomische und politische Kraft in die Waagschale werfen. Das ist neu und das haben auch die Revolutionen in Tunesien und auch das, was wir in Libyen gesehen haben, gezeigt. Ohne die helfende Hand Europas wird es im Nahen Osten keinen Frieden geben. Und das ist wichtig, dass Europa diese Lektion jetzt lernt. Eine Minute. Und deshalb glaube ich, dieses positive Zeichen, das wir jetzt heute hoffentlich in Tunesien sehen werden, dass der Islamismus aus eigener Kraft, der Salafismus aus eigener Kraft durch die entscheidenden Stimmen, die die Menschen in Tunesien abgeben werden an den Wahlurnen. Es könnte sein, dass dies eine Änderung einläutet, bei dem sich zeigen kann, dass Revolutionen, wenn sie von demokratischem Elan beflügelt sind, mit dazu beitragen können, dass ein Kapitel
abgeschlossen werden kann. Ein Kapitel in der Geschichte der Beziehungen zwischen Europa und Nordafrika, das endlich der Vergangenheit zugezählt werden kann, wenn Europa diese Lektion gelernt hat, mitzuhelfen, zu assistieren, nicht zu dominieren, aber mitzuhelfen, dass sich demokratische Prozesse durchsetzen, die am Ende mithelfen können, eine neue europäische Landschaft zu zeichnen, bei der es deutlich heißt, das östliche Mittelmeer, also die Region, in der Israel die einzige Demokratie ist, das östliche Mittelmeer muss zu einem Pfeiler der Stabilität auch für uns Europäer werden. Wenn wir das begriffen haben, dann haben wir vielleicht jetzt verstanden, was diese Revolutionen für positive Folgen haben könnten. Vielen Dank. Jetzt bitte ich Oberst, Entschuldigung, Oberst Arestkat, bitte um sein Statement. Dear friends, I'm soldiers, I'm a military man, and therefore I will approach this issue from this perspective. I will try to explain the current military threats on Israel and offer a necessary security measures that must be taken. At the first, I would like to begin with a conceptual change that happened in Israel in the last 20 years. 20 years ago, the idea of two-state solution was not considered as an option. Today, however, this concept of two-state solution is now accepted by the most of the population in Israel. To me, this is a very important change. It's proof that the people in Israel believe in peace and they are ready to compromise land for this goal. In this case, the next important thing is allow security measures that will allow Israel and its citizens to live in peace and safety. As Israeli citizens, I am, like most Israeli, praying for peace. However, as a military man, I am obligated to point out the necessary security issues that must be addressed so that the IDF will be able to protect the citizens of Israel. I recognize a few threats that require the military attention. The first threat, of course, is the launching of missiles and rockets from the deep of the enemy territory into cities and towns in Israel. The second threat is the smuggling of weapons to Gaza Strip and the West Bank. Gaza, as you know, located between the Israel and Egypt border, and it's very easy to smuggle weapons through underground tunnels into Gaza Strip. There is also possibility to smuggling weapons by the sea. At this moment, it's much harder to smuggle weapons to the West Bank because of the Israeli control on the border crossing and is present on the borders. The third threat is illegal infiltration into Israeli territories, crossing the fence and attacking village cities or school bus. This is, for example, the case of the attack 2 months ago on the Western Negev Road, as you remember. There are a few ways to deal with this threat that I just mentioned. The first is securing the borders. It will be the IDF responsibility, of course, to make sure that the borders that may be in the future will be secure. The securing means that it will not be possible to smuggle weapons and ammunition through this border. Second, it is very important to have very strong grip on the border crossing
and that the Israeli side of the border crossing will be in complete Israeli control. The third is creating a valid defense system. This system can include fence, checkpoints, and everything else that may secure the borders. I would like to finish with some personal remarks. As a former deputy commander of Gaza Division, I have led many ground operations against terror activities in the Strip. There will always be problems fighting terror that operate in urban area. Every activity in urban area has the potential of risking innocent civilians. I personally think that the IDF has a very good capability in dealing with a terrorist threat in our region. But I do hope that a day will come and we will not have to use our military for these activities. Thank you. Thank you too. Und jetzt bitte ich Herrn Klein um sein Statement. Also ich wusste bisher gar nicht, dass es ein Statement zu halten gibt. Ich versuche es trotzdem mal. Ich möchte zunächst mal einen Blick in die Geschichte zurückwagen, in die Zeit der Weimarer Republik. Da gab es eine schwache Demokratie. Das Ganze hat in der Barbarei der Nazis, hat im Holocaust geendet. Und dass das möglich war, lag auch daran, dass Leute zu feige waren und dass die Menschen nicht konsequent genug für Demokratie eingetreten sind. Und ich möchte zunächst eben ganz bewusst mal über Deutschland, über Europa sprechen. Da waren die Briten und andere bereit, Appeasement Policy zu machen mit den Nazis. Und es ist im Nachgang klar geworden, Demokratie muss stark sein, Demokratie muss wehrhaft sein. Und diese Lektion hat Israel gelernt. Die Demokratie in Israel ist stark und wehrhaft. Ich sehe es heute mit großer Sorge, dass Menschen in unserem so reichen Land, und ich kenne viele Länder, die lieben gern unsere Probleme hätten, dass Menschen in unserem reichen Land die Akzeptanz von Demokratie an stetig wachsenden Wohlstand hängen. Dass so ein Denken geht Menschen in Ländern mit langer demokratischer Tradition ab, Großbritannien zum Beispiel. Aber die Demokratie kann auch von unten her ausgehöhlt werden. Und wer wach ist, bekommt ja mit, dass mit wachsendem Einfluss islamischer Kräfte in den Demokratien Europas auch die Israel-Feindschaft in diesen Ländern zugenommen hat. Das hat einen unmittelbaren Zusammenhang. Und ich denke, da haben wir alle eine Baustelle, ob das die Medienarbeit betrifft, ob das auch das Mundaufmachen betrifft. Und ich habe ganz bewusst das mit dem Wohlstand gesagt. Also ich habe die echte große Sorge, dass Europa teilweise bereit ist, um der eigenen wirtschaftlichen Interessen willen, seine Werte an die islamische Welt zu verkaufen. Und letztlich auch bereit sein könnte, die einzige Demokratie im Nahen Osten als erstes zu opfern. Und deswegen ist es gut, wenn Israel sich zuallererst auf sich selber verlässt. Und deswegen ist es gut, dass es eben nicht klar ist, was da in Dimona steht. Aber als Christ sage ich auch, es ist gut zu wissen, dass der Hüter Israels nicht schläft und schlummert. Vielen Dank.
Jetzt will ich das schon gewesen sein. Gut, den Rest sage ich dann. Ja, wir kommen noch auf Sie. Herr Dr. Gerster, bitte. Meine Damen und Herren, ich habe von 1997 bis 2006 in Israel, in Jerusalem gelebt. Jerusalem Heights, ein Hochhaus in Nachbarschaft zum Unabhängigkeitspark. Und wir haben dort in der ganz heißen Zeit in 30 Monaten 46 Bombenanschläge in einem Umkreis von 300 Metern erlebt, mit Hunderten von Toten und über 1000 Verletzten, meistens schwer und Schwerstverletzten. Ich glaube, das hier einmal sagen zu sollen, das spielte, glaube ich, heute noch nicht eine Rolle, obwohl es jeder weiß. Wenn wir Deutschen unter derart physischen und psychischen Belastungen in den letzten 60 Jahren Demokratie gelebt hätten, leben müssen, weiß ich nicht, wie unsere Demokratie heute aussehen wird. Das heißt, alle, die von früh bis spät Israel kritisieren, sollten sich einmal vor Augen halten, was diese Dauerbelastung vom ersten Tag der Staatsgründung an letzten Endes bis heute für den Einzelnen bedeutet, wobei jeder weiß, dass kriegsähnliche Zustände, und die haben wir in dieser Region im Nahen Osten seit über 6 Jahrzehnten, natürlich auch zur Verrohung gewisser Sitten führen können. Zweite Bemerkung. Das heißt, wir haben allen Grund, ich will das nochmal deutlich sagen, auch Respekt zu haben vor diesem israelischen Volk, das in einer undemokratischen Welt, in einer undemokratischen Umwelt unter Kriegsbedingungen eine lebendige, starke Demokratie lebt. Das ist aller Ehren wert. Zweite Bemerkung. Veritas facit pacem. Wahrheit schafft Frieden. Wir müssen gerade als Freunde und Bundesgenossen von Israel in aller unserer Argumentation darauf achten, wie sehr im Nahen Osten täglich in der Beurteilung der Vorgänge mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich weiß, dass Israelis in dieser schwierigen Situation Polizisten, Soldaten, wenn sie möglicherweise vorschnell mit der Waffe Gebrauch machen, einen Palästinenser verletzen oder gar töten, diesen vor ein Disziplinargericht oder vor ein Zivilgericht stellen, ihn strafrechtlich verfolgen. Ich habe erlebt, wie sogenannte palästinensische Kollaborateure von Israel, und ich habe es physisch gemerkt, weil ich an diesem Tag in Ramallah war, in Ramallah öffentlich hingerichtet wurden. Ich habe erlebt, wie Menschen gefeiert wurden und werden, die einen in Anführungszeichen Verdienst haben, dass sie Juden getötet haben. Während also Israel auf die Beachtung des Rechtsstaates achtet, wird in den palästinensischen und arabischen Gebieten oft zur Ehre der Altäre erhoben, wer Juden umgebracht hat. Und das müssen wir sagen, meine Damen, meine Herren, dass es diese moralisch-ethischen Unterschiede gibt. Und der dritte Punkt, und ich bin schon am Ende, Frau Diskussionsleiterin, ich will nur auf einen Gesichtspunkt hinweisen. Seit Jahren verkündet ein Mitglied der Vereinten Nationen, der UNO, Iran, dass es darauf arbeitet, dass ein anderes Mitglied der UNO zerstört wird. Täglich, wöchentlich wird der Untergang Israels propagiert. Ich frage mich, meine Damen, meine Herren, was Vereinte Nationen wollen, wo ich als junger Mann darauf gesetzt habe, dass sie zum Frieden beitragen, dass sie es hinnehmen, dass ein Mitglied die Vernichtung des anderen Mitgliedes androht. Genau genommen müsste man den Iran aus der UNO rauswerfen, wenn er damit nicht aufhört. Israel macht jede Menge Fehler, das ist heute wiederholt gesagt worden, auch von Dieter Graumann. Natürlich, und manche Reaktion mag eine Überreaktion sein, aber räumen wir auf mit dem Mist,
dass die Palästinenser einen Freiheitskampf führen müssen, zum Beispiel wegen der Siedlungspolitik, die ich auch nicht für gut finde. Nein, Israel ist beschossen worden vom Golan bis 1967, als es keine einzige Siedlung gab der Israelis, und zwar deshalb, weil ein Teil der arabischen Welt bis heute Israel den Krieg erklärt hat. Und das müssen wir sagen, meine Damen, meine Herren, nicht, weil wir was gegen Araber oder Palästinenser haben, sondern das, weil wir die Welt aufrütteln müssen, dass der erste Weg zum Frieden sein muss, dass die arabische Welt endlich akzeptiert, dass Israel als demokratischer Rechtsstaat nach westlichem Vorbild in dieser Region lebt und die Solidarität der ganzen freiheitlichen Welt genießt, die dafür eintreten. Die dafür eintreten, dass ein UNO-Mitglied nicht mit dem Tod bestraft werden kann, sondern ehrenwertes Mitglied ist dieser Vereinten Nationen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Frau Kudler, ich habe an Sie eine Frage, genau was Herr Dr. Gerster eben erwähnte. Die Demokratie hat ja auch Ihre Schwierigkeiten damit, dass es lange Dienstwege gibt, dass es Abstimmungen geben muss, dass es Mehrheiten geben muss. Wie kann denn nun Deutschland im Europäischen Parlament, in der direkten Zusammenarbeit mit Israel, wie kann es helfen? Wir haben jetzt alle festgehalten, dass wir es tun müssen, aber wie kann es funktionieren? Ja, ich denke, besser funktionieren kann es, indem man einfach objektiver die Sichtweisen darlegt. Und da ist auch noch viel Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit notwendig. Draußen gibt es ja das Buch Die Palästinenser, das neue Buch von Herrn Gerloff. Ich habe da schon ein bisschen geblättert, da ist mir ein Satz aufgefallen, wenn man die Öffentlichkeit in Deutschland betrachtet, dann hat man oft den Eindruck, für die Palästinenser zu sein, bedeutet für Deutschland objektiv zu sein. Und daran, denke ich, müssen wir arbeiten. Über Demokratie haben wir jetzt viel gehört, aber ich möchte es noch mal betonen, Israel ist ein Staat, in dem es eine Gewaltenteilung gibt, in dem es freie und geheime Wahlen gibt und in dem es staatliche Strukturen gibt. Die gibt es in vielen Ländern des Nahen Ostens nicht. Und übrigens in der Knesset, da sitzt die Regierung unter den Abgeordneten. Die Abgeordneten sitzen praktisch um die Regierung rum. Das ist zum Beispiel anders als im deutschen Parlament. Da sitzt die Regierung und der Bundesrat sitzt dem Parlament gegenüber. Die Situation innerhalb der EU und innerhalb des EU-Parlaments ist relativ schwierig. Hier sind auch viele Staaten, die eine sehr konträre Position zu Israel einnehmen. Umso wichtiger ist hier, dass eben Deutschland weiter eben die Führungsrolle in der EU innehat und seine Position bekräftigt. Gleichwohl muss man hier auch das Dilemma sehen. Man muss, wenn man unter 27 Staaten einen Konsens finden will, dann ist es oft eine sehr, sehr langwierige Sache, hier diesen Konsens zu finden. Und wenn dann eben andere Staaten auch aus ihrer Historie raus, auch aus der Historie der Kolonialherrschaft heraus, ein ganz anderes Geschichtsverständnis haben, dann ist es oft sehr schwierig. Vergleichen Sie nur die Rolle Frankreichs. Der französische Präsident konnte seine Truppen in den Libyen-Einsatz schicken, ohne Beschlussfassung des Parlaments. In Deutschland wäre das undenkbar. Da muss jeder Einsatz durch das Parlament beschlossen werden. Ich denke, man wird vorankommen, indem man nochmal das Hauptaugenmerk auf die Punkte legt, die angeblich das größte Hindernis im Friedensprozess sind. Herr Dr. Gerster hatte es angesprochen, da ist nun mal die Siedlungspolitik. Hier steht die Bundesregierung auf dem Standpunkt, wenn die palästinensische Seite der Auffassung ist, dass dies ein Haupthindernis sei, dann ist es politisch momentan nicht opportun, die Siedlungspolitik
immer weiter fortzuführen, weil dann eben der Konsens immer schwieriger wird. Hinzu kommt, dass der amerikanische Präsident im Jahre 2009 in seiner Kairoer Rede dies ja auch noch mal betont hat, dass die Siedlungspolitik ein ganz großes Hindernis für den Frieden sei. Ich persönlich teile diese Auffassung nicht ganz. Ich denke, man muss hier schon mal die Realität sehen. Im Westjordanland leben ungefähr 300.000 Siedler bei einer Bevölkerung von über 2 Millionen. Das heißt, die Siedler sind auch nur eigentlich ein kleiner Teil der Bevölkerung. Und gerade wenn man sich auch vor Augen führt, dass ungefähr 17% der israelischen Staatsbürger Palästinenser sind, dann sind also auch nicht mehr jüdische Siedler im Westjordanland als prozentual Palästinenser Staatsbürger von Israel sind. Und ich denke, wenn man eine gute, friedliche Nachbarschaft will, dann ist es doch ganz normal, dass auch in jedem anderen Staat auch Bürger des Nachbarstaates leben. Das ist doch gerade in Europa gang und gäbe, da ist es doch geradezu verpönt, politisch eine Forderung beispielsweise zu erheben, dass gewisse Bürger aus anderen Ländern hier aus welchen Gründen auch immer nicht in diesem Land leben sollen. Also warum fokussiert man sich hier so stark auf die Siedlungspolitik? Auch, denke ich, muss man sehen, dass es gleichzeitig vielleicht auch ein Stabilitätsfaktor innerhalb beispielsweise des Westjordanlands sein könnte, wenn dort auch jüdische Bevölkerung lebt. Dann wird auch Israel immer ein verstärktes Interesse haben, dass sich in diesem Gebiet die Dinge eben positiv entwickeln. Ich sehe das Problem, man hat hier schon ein wichtiges Thema, aber im Grunde ein Nebenthema zum Hauptthema erklärt. Es kann nicht sein, dass angeblich, weil mehrere hunderttausend Menschen im Westjordanland leben oder im Gazastreifen leben keine jüdischen Siedler mehr, dass das Haupthindernis für den Frieden sei. Das ist einfach nicht richtig. Das Haupthindernis für den Frieden ist die Gewalt. Vielen Dank, Frau Kudler. Wenn einer der Herren auf dem Podium dann dazu was sagen möchte, gerne. Aber ich wollte jetzt noch an Herrn Professor Weiskirchen folgende Frage stellen. Sie haben vorhin gesagt, dass in Tunesien und so weiter, da bricht jetzt alles auf. Soweit ich weiß, sind die Vorhersagen so, dass die Islamisten die größte Chance auf Erfolg haben bei dieser Wahl. Wenn es denn dazu käme, wie sehen Sie denn jetzt die Möglichkeiten der Einflussnahme von Deutschland, von Europa, um diese ganze Problematik in den Griff zu bekommen? Sicherlich haben die Wahlkämpfer ja auch angesagt, dass sie demokratisch, was immer sie darunter verstehen, das ist ja heute auch noch nicht geklärt, aber dass auch die Frauen ihre Rechte behalten sollen und so weiter. Also wie sehen Sie die Möglichkeiten der Einflussnahme nach dem Ergebnis der Wahl? Also zuallererst einmal würde ich mir wünschen, dass die deutsche Politik sich mit Israel zusammensetzt, eine gemeinsame Sitzung der beiden Regierungen mit dem gesonderten Thema macht. Wie gehen wir mit den ersten Auswirkungen der arabischen Revolution um? Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Wenn ich Herrn Ayalon richtig verstanden habe, dann sieht er ja auch positive Grundelemente. Wie kann man denn dagegen sein, wenn es Menschen gibt, die für ihre Freiheit auf die Straße gehen? Aber was hat das für Folgen? Welche Form von Freiheit soll hier durchgesetzt werden? Das sind alles
komplexe Fragen, die von einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Thinktanks, sagt man das auf Neudeutsch, also von Leuten, die die Region gut kennen, die sollten sich jetzt zusammensetzen, sich überlegen, welche praktischen, politischen Schlussfolgerungen ziehen wir jetzt aus den ersten Gehversuchen in ein neues, hoffentlich demokratisch orientiertes Regime. Das fehlt mir bisher, wenn ich das richtig sehe, was die Europäische Union bisher gezeigt und gesagt hat. Wenn ich die Entwürfe mir genau anschaue, wenn ich die Entscheidung mir genau ansehe, dann kann ich noch nicht erkennen, wo dieser enge Schulterschluss mit Israel denn stattgefunden hat. Ich weiß das nicht, hätte ich gern den Herrn Vizeminister Ayalon einfach mal gefragt. Gibt es denn über die Geheimdienste hinaus, das weiß ich sehr wohl, auch weitergehende politische Schlussfolgerungen, die von uns gemeinsam, den Europäern und Israel, jetzt gezogen werden? Das wäre die erste und wichtigste Bedingung, die ich stellen würde. Lasst uns gemeinsam darüber reden, was können wir aus der Sicht von Jerusalem und von Brüssel tun, um diese ersten Gehversuche in eine ganz unsichere Zukunft stabiler zu machen. Das muss doch unser gemeinsames Interesse sein. Vielen Dank. Mr. Katz, your theme is more or less the security safety of Israel from your point of view. We all heard about Iron Dome. Maybe you can say a little bit what does that mean, and also what kind of support would you need for safety in the region? I know that there is always political support in weapons, and there is also political problems here in Europe and Germany if we support Israel. Please, can you tell us something about that? I feel the Israeli armed forces is very strong and they can deal with all the problems in this area. The main issues that the world need to understand how it's complicated this situation. And they need that we fight in urban area, and to fight in urban area is very complicated. I have a lot of, I led a lot of activities in Gaza Strip, and I can tell you from my point of view that a lot of time I take risk for my life and I take risk for my soldiers just to avoid to kill children and families in the area. Because when the Hamas shoot Qassam, he always use children. He do it from the school, he do it from the kindergarten, he do it because he know that we search all around, and if we just know where the place, we try to shoot in this area. And for us, when we saw that the Qassam, the terrorists close by the school, close by the kindergarten, we didn't shoot. Mr. Katz, I know that. And I think most people are aware that the Israelis always try to do that this way. I would like to hear some more about Iron Dome. This is not the main point, because we have the Israeli armed forces very high technological, and we have know how to give protect for our soldiers when they fight. We have a very big, very good system, and we have very high technology. But this is not main issue. The main issue is that if you want to fight in terror, you need to go inside the cities. It's not easy just to stand on the fence and just to shoot. If you want to fight the terrorists, sometimes you need to cross the fence and to catch them. And if you need to do it, sometimes you need to take rest for your soldiers, for my life, for example. But we do it, we try to avoid to kill the innocent. And sometimes the world cannot understand if the innocent killed. For us, it's a big problem. We do the best to avoid it. But the world needs to understand that if the Hamas choose the area, and if the Hamas shoot Qassam from the urban area, sometimes the Israeli army make a mistake. And this is the world need to understand. Thank you. Okay, I was just trying to figure out that the
German and European Parliament try to help you with these systems because you have a very big problem. It is very expensive. It saves life. Ich weiß nicht, wie weit die Damen und Herren über dieses Abwehrsystem informiert sind. Es nennt sich Eiserne Kuppel. Es fängt Kassam-Raketen ab, aber es ist wahnsinnig teuer, dieses zu unterhalten. Es ist aber letztendlich bereits im Einsatz gewesen und hat Menschenleben gerettet. Und meine Frage war, deshalb, inwieweit dieses System auch in der Kooperation mit Deutschland eine Rolle spielt, in der Kooperation mit Europa, weil es möglicherweise auch Gelder dafür benötigt werden, im Zusammenhang mit den Wirtschaftsproblemen, die Israel im Augenblick plagen, die also auch eigentlich eine europäische Komponente haben. Die Aufstände, die wir gesehen haben, also das waren keine Aufstände, das waren einfach Proteste in Zelten, hatten wenig mit dem arabischen Frühling, aber umso mehr mit den Aufständen in Griechenland und Spanien zu tun. Also meine Frage hatte diesen Hintergrund, aber ich denke mal, vielleicht ist das auch noch im Augenblick ein Sicherheitsproblem, darüber zu sprechen, werde ich mal nicht weiter bohren. Herrn Dr. Gerster wollte ich noch fragen, auch zu dieser Frage der Demokratie. Wenn wir in Deutschland ein bestimmtes Thema durchsetzen wollen, haben wir hier Monate und Wochen und Monate, bis eine Entscheidung fällt. Wenn jetzt in den arabischen Gebieten einer eine Entscheidung trifft, dann geht er einfach, marschiert er los. Haben wir in der Zukunft, haben Sie das Gefühl, Sie kennen den Nahen Osten ja nun aus eigener Anschauung, haben wir hier Systeme zu erwarten, in denen wir vielleicht in der Zukunft bessere Partner für einen wirtschaftlichen, also mit einem wirtschaftlichen Aspekt auch gesehen, einen Weg in den Frieden unterstützen können, von unserer deutschen und europäischen Perspektive aus? Also ich kenne Ägypten und Jordanien relativ gut, weil wir israelisch, palästinensisch, ägyptisch, jordanische Projekte hatten in den Jahren, in denen ich dort war. Die anderen Länder kenne ich nicht so gut. Das Grundproblem am Beispiel Ägypten ist, dass es drei Mächte gab. Die Präsidialmacht als Staatsmacht, das Militär und praktisch die Moslembruderschaft. Und wir haben das Problem, dass wir mit Ländern zu tun haben, das gilt auch dann auch für die anderen, für Libyen erst recht, wo es im Prinzip weder eine Kultur der Meinungs- und Pressefreiheit gibt, noch eine Kultur demokratischer Strukturen. Das heißt, während wir bei uns in Deutschland das inzwischen gewöhnt sind, dass jeder Kleinstverein seinen Vorstand wählt und irgendeine demokratische Legitimation nachweist, manchmal per Akklamation, aber immerhin gewählt, haben wir es mit Ländern zu tun, wo es zwar Familienclans gibt, mit sehr starken, auch wirtschaftlichen Strukturen, aber keine wirkliche demokratische Struktur, weder was die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, noch was die Gestaltung der Gesellschaften angeht. Nun bin ich der Letzte, der dem Herrn Mubarak nachweint oder gar dem Herrn Gaddafi. Aber das Problem ist, dass wir Europäer, vor allem die Engländer und Franzosen, ohne die wäre Gaddafi nicht so gestürzt worden. Aber dann wird sofort gesagt, ja, aber die weitere Entwicklung, um Gottes Willen, wir Europäer halten uns zurück und guckt mal, wie jetzt demokratisch zurechtkommt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn es nicht gelingt, und zwar nicht Staatsorgane, sondern zum Beispiel Stiftungen und bestimmte Organisationen, die sich dort engagieren, jetzt helfen, demokratische Strukturen aufzubauen, wird das eine ganz gefährliche Entwicklung werden. Denn die Einzigen, die organisiert sind, sind die Moslembrüder, das sind die Radikalen. Und das werden wir bei den Wahlen auch erleben. Das heißt, wir kommen vielleicht vom Regen in die Traufe, das muss man wissen. Deswegen beklage ich nicht den Wandel. Aber allein aus erfreulichen jungen Leuten, die für Freiheit demonstrieren, die Demokratie schon zu sehen, das scheint mir sehr naiv zu sein. Und um es auf den Punkt zu bringen, in den letzten 5 Jahren haben sich die Ausgleichs- und Friedenschancen im israelisch-palästinensischen Konflikt meines Erachtens aus 3 Gründen verschlechtert. Erstens, mit dem Rückzug Israels aus dem Gaza, die Machtübernahme der Hamas, die bis heute nicht bereit ist, überhaupt nur Israel zu akzeptieren und mit Israelis zu reden. Die wollen alles
oder nichts. Und es ist ja direkt lächerlich, wenn der Mahmoud Abbas will, dass ein palästinensischer Staat anerkannt wird, wo ja dieses Gebilde erstens in sich gar nicht einig ist, auch nicht über die künftige Politik. Die können auch gar nicht miteinander, nach wie vor nicht. Und vor allen Dingen, es gibt hier überhaupt keine internationalen Grenzen. Es gibt Waffenstillstandslinien und keine Grenzen zwischen der Westbank und Israel. Also ein völlig utopisches Unternehmen. Also die Tatsache, dass die Palästinenser gespalten sind und Herr Abbas nur für einen Teil der Palästinenser redet. Ich möchte mal wissen, wenn der Abbas mit Israel einen Friedensvertrag macht, ja, da gibt es einen Palästinenserstaat, der besteht aus der Westbank. Und vielleicht Ost-Jerusalem, was dann in der arabischen Welt los ist. Also es ist ein völlig utopisches Unterfangen. Seitdem die Hamas regiert, haben wir keine palästinensische Führung mit Prokura für einen Friedensvertrag. So, und ein Friedensvertrag setzt immer zwei voraus und nicht einen Partner. Zweiter Punkt, wir sind in einer Zeitenwende, weil wir, manche mögen das begrüßen, ich halte es für ein Manko, wir, die letzte Weltmacht, 1989 haben wir die UdSSR als Supermacht verloren. Im Moment verlieren wir die USA als Supermacht. Und es wird 6, 7 Regionalmächte geben mit einer Menge von Imponderabilien in der UNO und einem Europa, das noch nicht einmal als Tiger gestattet ist, aber viel weniger als ein Bettvorleger ist, was die internationale Politik angeht. Das heißt, es fehlt ein Leadership, es fehlt eine Macht mit Autorität, die einen Friedensprozess einschließlich von Sicherheitsgarantien gestalten kann. Und der dritte Punkt, ich glaube, dass diese Unruhen in der arabischen Welt, die sich über Jahrzehnte hinziehen können, ich hoffe es nicht, dass die eher zur Handlungsunfähigkeit auf palästinensischer Seite führen werden, als dass sie wirklich zu einem erkennbaren Konzept führen könnten. Letzte Bemerkung, die Übergangsregierung in Libyen hat gleich erklärt, aber Israel bleibt unser Feind. Also ich bin schon der Meinung, dass die Europäer gut beraten wären, wenn sie schon den Leuten, die übrigens keine Aufständische sind, es hat mich immer geärgert, wenn die als Revolutionäre, dann bitteschön sind das auch Freiheitskämpfer. Also die haben sich helfen lassen, dass sie den Gaddafi losgeworden sind. Da können sich die Nachfahren jetzt auch mal den ernst gemeinten Rat gefallen lassen. Leute, wir helfen euch beim Aufbau, aber Hände weg von Israel. Und das sollte Europa öffentlich sagen. Jetzt bin ich noch mal dran, hier zu hören. Ja. Es ging ja um das Thema Frieden und Sicherheit, Shalom v'Pitachon. Und Johannes Gerster hat gerade nochmal einen Rückzug aus dem Gazastreifen angesprochen. Israel ist ja immer wieder bedrängt worden, Friedensangebote zu machen und Gesten des Friedens zu zeigen gegenüber den Palästinensern. Und wir haben es ja mitbekommen, dass immer dann, wenn Israel, die aus dem Libanon abgezogen ist, aus dem Gazastreifen abgezogen ist oder auch Gaza-Jericho-Abkommen, Umsetzung etc. Es ist von der anderen Seite immer als Schwäche Israels angesehen worden, die zu mehr Gewalt herausgefordert hat. Erste, zweite Intifada etc. Das heißt, der Westen hat überhaupt nicht begriffen, welche Mentalität davor herrscht. Und da hätten eigentlich Stiftungen auch hier im eigenen Bereich viel an Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber auch unsere Medien tragen leider nicht dazu bei, dass es in Deutschland, in Europa ein besseres Verständnis für die Sicherheitslage Israels gibt. Weil ich habe es gelegentlich mit der alten Anfrage an Sender Jerewan, manche kennen diesen Witz, Anfrage an Sender Jerewan, gibt es einen Unterschied zwischen Touristen und Terroristen? Antwort im Prinzip ja, Terroristen haben Sympathisanten. Und ich habe den Eindruck, hier in Deutschland sitzen die in vielen Redaktionsstuben.
Ich habe ja am Anfang davon gesprochen, dass Demokratie wehrhaft sein muss. In der Vergangenheit hat Deutschland viel zur Verteidigungsfähigkeit Israels beigetragen. Das ging schon mit dem Deal zwischen Franz Josef Strauß als Bundesverteidigungsminister und Shimon Peres los, also um Aufbau des militärisch-industriellen Komplexes in Israel. Da hat Deutschland sehr, sehr viel gemacht. Und es läuft auch heute noch viel, zum Glück mehr als in den Medien steht. Aber leider gehen ihm auch Waffen an andere. Und die sich manchmal im Nachgang auch als die Falschen herausgestellt haben. Und Johannes Gerster hat bemängelt, dass Europa nicht klar genug mit einer Stimme spricht. Ich glaube nicht, dass es um Zentralisierung der Macht geht. Und ich denke, er hat es auch nicht so gemeint. Weil die Lehre aus den Diktaturen ist eigentlich die Dezentralisierung der Macht, die wir zum Beispiel in Deutschland im föderalen System haben, was auch zum Spiel der Kräfte und auch wesentlich zur Dynamik beigetragen hat in unserem Land. Ich denke, dass die Einigkeit über die Werte, die wir vertreten, wieder klarer in den Vordergrund gestellt werden muss. Und da werden eben so viele Kompromisse gemacht. Und das heißt auch, dass man bereit ist, unsere jüdisch-christlichen Wurzeln, unsere Kultur mehr und mehr preiszugeben. Und da muss ich sagen, das sind auch zum Beispiel die Kirchen in einer größeren Verantwortung, die sie leider eben nicht wahrnehmen und dann auch oft die Falschen unterstützen. Also es gibt jede Menge Baustellen und wenn wir hier über die ganzen Themen reden, dann geht es auch darum, in welche Richtung wir weiterarbeiten müssen, denn es genügt ja nicht zu sagen, es ist gut, dass wir darüber geredet haben. So ein Kongress dient natürlich auch zur Motivation, dass die Leute, die sonst im Alltag als Israel-Freunde alleine stehen, eben einfach auch dieses Gemeinschaftserlebnis mal haben. Aber wir müssen uns besser vernetzen und müssen auch eben diese Botschaften hineintragen. Wir haben viel, viel Wichtiges gehört. Und das, ja, da haben wir sehr, sehr viel zu tun, damit ein besseres Verständnis für die Sicherheitslage Israels gerade auch in unserem Land entsteht und damit auch eine Veränderung der Sichtweise daraus resultiert. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und da gibt es ja soziale Netzwerke, die man auch sehr, sehr gut dazu nutzen kann. Ich bin seit März bei Facebook und sitze eigentlich fast jede Nacht und mache da ein bisschen was. Also wer da mal reinschaut, wird manches von mir lesen. Vielen herzlichen Dank, Herr Klein. Mir bleibt jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nur noch den Teilnehmern dieses Podiums sehr herzlich zu danken und mit dem Gedanken zu schließen, dieses Thema, die 6 Millionen Juden, die in dem Land leben, mit 1,2 oder 1,5 Millionen arabischen Bürgern und zusätzlich noch 500.000 anderen, haben eine große, große Friedenssehnsucht. Und ich denke einfach, in all den Diskussionen wird ganz häufig der Fokus so verändert, er wird so auf Israel gerichtet, ohne die Problematik, mit wie vielen Feinden es umgeben ist, einzubeziehen, dass dadurch schon vom Grundsatz her ein falsches Bild entsteht. Wir alle sind dazu da, heute zu versuchen, diesen Fokus immer wieder mal aufzuziehen und zu sagen, seht euch mal an, das ist im Prinzip die Situation und bitte seht sie etwas realistischer. Ich danke den Teilnehmern ganz herzlich, auch Ihnen, dass Sie noch so viel Geduld hatten und ich wünsche Ihnen jetzt noch sehr viele interessante Gespräche in den Panels und heute Abend beim Konzert. Vielen Dank.